Ich hab geträumt, der Winter wäre vorbei. Mathilde Anneke? Die Luise Esten? Halt den Mund! Mädchen haben von nichts eine Ahnung. Ist doch mein gutes Recht, Hosen zu tragen. In Kneipen zu gehen, mit Männern zu diskutieren. Miau! 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 Was haben die denn alle? Ich verstehe das nicht. Es gibt doch noch Kartoffeln. Naja, es scheint ja, dass diese Menschen nichts mehr zu essen haben. Revolution! Es ist der 18. März 1848. Entschuldigung. Einige andere flüchten, aber wir stehen da. Das war eine heiße Märzenzeit. Es knallt. Trotz Regen. Wieder und wieder wird geschossen. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt. Trotz alledem und alledem. Erstens Presse- und Meinungsfreiheit. Zweitens Beseitigung der Armut. Abschaffung der Monarchie. Und jetzt wird alles wieder so, wie es war. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen. Und wir bringen diese elenden Hunde dorthin, wo sie hingehören. In den Kerker. Hupsalala, hupsalala, tätere, Volkssturm, Sturm, brich los. Der Traum ist aus, aber Wirklichkeit wird.